So, wir haben den 1. April und die Sonne kommt pünktlich zum 1. April raus. Und wir wollen mal schauen, ob sich der ein oder andere von der Sonne oder von mir, von uns blenden lässt. Neue Regeln treten in Kraft und unter anderem hat die LMU geplant, dass Sitzplätze um die LMU herum nicht mehr dauerhaft belegt werden können bei schönem Wetter, weil die Studenten das immer so belagern und hängen hier die ganze Zeit ab. Das heißt eigentlich so 15 Minuten und dann muss man aufstehen und dem anderen Platz geben. Was haltet ihr davon? Finde ich ganz schlecht, weil die Studenten müssen auch mal rausgehen. Die können nicht immer in die Wirtschaften gehen, in die Gaststätten, um hier sich was zu kaufen. Man muss auch mal Luft schnappen. Ja, das ist 1. April, oder? Mir ist es ziemlich egal, weil ich sitze sowieso die ganze Zeit in der Bibliothek. Also ich studiere schon seit 2 Jahren und ich habe hier im Sommer noch nie gesessen. Also mir ist es eigentlich egal. Also das finde ich eine große Einschränkung der studentischen Freiheit. Wir haben hier 68 für die Freiheit der Studentenschaft gekämpft. Finde ich blöd halt. Also solange das nicht kontrolliert wird durch irgendjemanden, kann man sich ja sowieso 15 Minuten hinsetzen und auch länger. Dann stört es ja sowieso keinen. Es ist uns egal, weil wir nicht auf der LMU sind und wir haben da unseren Platz. Ja? Und da können wir so lange bleiben, wie wir wollen. Die Studenten sind ja da zum Studieren. Ja. Und 15 Minuten ein bisschen Sauerstoff verholen oder so ist ja ausreichend. Und dann müssen sie einen Platz räumen. Nein, warum? Die brauchen oft länger. Sie müssen oft was notieren. Ja, heute ist halt der 1. April, gell? Ja. Wie hätten Sie das gefunden, wenn Sie da einfach mal kurz Päuschen gemacht hätten und dann wäre einer gekommen? In die Wiese gelegt. Ach, Sie können ausweichen, die Studenten, meinst du? Genau. Absurd. Was meinst du damit? Ja, dass das jetzt ein Scherz ist. Glaubst du es nicht? Nee. Doch, das ist aber in der Tat so. Kannst du nachlesen unter lmu.de? Ich glaube auch, es ist ein Scherz. Warum? Warum eigentlich haben die Angst vor Studentendemonstrationen? Vielleicht gehört das ja auch dazu, zu dieser Verordnung. Das ist ja nicht so wirklich klar, ob sie Bänke meinen oder auch die Wiese. Ach so, die Wiese. Ja, ich meine, da ist ja der anliegende englische Garten. Hier ist ja die Nähe, da kann man also genügend ausweichen. Ich verbringe auch nicht so viel Zeit hier draußen. Ja. Deswegen interessiert es mich auch nicht. Was haben wir denn heute für ein Datum? 1. April. Heute ist der 1. April und das ist ein Scherz. Nein! Danke, das war schön. War ein guter Scherz. Schöner April-Scherz. Gut gemacht. Habt ihr auch schon mal jemanden praktisch durch den Kakao gezogen? Bei was? In der Nacht. Wie? Sag es nicht. Sie hat gesagt, oh, heute ist ja der 1. April. Haben wir gesagt, ja, was haben Sie da für einen Fleck auf dem Arztkittel? Hat sie hingeschaut, habe ich gesagt, April, April. Doch, die Geschichte, die muss unbedingt sein. Meine Oma, der habe ich mal gesagt, dass ich schwanger bin. Und? Sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Oder die freuen sich ja wahrscheinlich, oder? Nee, da war ich ja erst 14 oder so. Wir sind gute Freundinnen und ich habe halt um 2:30 oder so habe ihr SMS geschickt und habe geschrieben, ja, ich bin schwanger. Und sie hat mich dann sofort angerufen, was? April, April. Ich habe mit allem gerechnet, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Nur nicht mit dem Sonnenschein, ehrlich gesagt. Toll, aber das ist kein April-Scherz, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen. Was muss in diesem Jahr im Frühling unbedingt sein? Sich in den englischen Garten legen. Ein Muss für diesen Frühling, würde ich sagen, natürlich Biergarten. Und ein No-Go, würde ich sagen, ist daheim rumhocken und vor der Glotze rumhängen oder sowas. Ganz viel zu unternehmen und No-Go ist daheim rumsitzen. Baden gehen, am Abend ins Manhattan. Ja, draußen sitzen, Latte Macchiato trinken. Muss nach draußen und Eis essen und sich mit Freunden treffen. No-Go im Frühling. Ach, da bin ich tolerant. Und mit den Füßen so rumspielen. Genau. Also ganz München ist richtig gut drauf. Der Frühling kann kommen und muss kommen, denn so klamottentechnisch sieht es ja überhaupt nicht nach Frühling aus. Ich glaube, ich muss da nachhelfen. Mal schauen, ob wir bei dem einen oder bei dem anderen die Klamotten ablegen können. Du siehst mir ein bisschen zu unfrühlingshaft aus, deswegen, weil wir uns als Frühlingsboten verstehen, okay. Ja, weil die Sonne kommt ja wie gesagt jetzt eben gerade so raus, ganz aktuell, möchtest du irgendwas ablegen, was winterlich aussieht an deinem Körper? Nö. Meinst du, es wird wirklich besser? Okay. So, auf 3 in die Sonne schauen. Okay. Mei. Wie ist es? Viel besser. Ach, ja.
München ist jetzt vorbereitet. Der Frühling kann endlich kommen. An den Witzen können wir noch ein bisschen was schrauben. Aber das nächste Mal wird es bestimmt besser. Bis dann, ciao.